Tatsächlich? Warum das denn? Denn ich habe was, was du brauchst. Im Ernst, ich weiß, dass du das brauchst. Woher ich das weiß? Einfach nur, weil du hier bist. Wenn jemand im Commonwealth überlebt, und zwar lange genug, um durch die Innenstadt von Boston zu wandern, dann hat er die Dinge im Griff. Du hast es einfach drauf. Und was brauche ich deiner Meinung nach? Was super Besonderes, nicht mehr und nicht weniger. Schau, da du ja offensichtlich eine beschäftigte, gefährliche und außerordentlich intelligente Person bist, komme ich gleich zur Sache. Ich mache dir ein Angebot, das so spektakulär ist, dass du unmöglich Nein sagen kannst. Bist du bereit? Habe ich eine Wahl? Jeden Tag musst du Sachen kaufen. Essen, Munition, Bier, alles Mögliche. Und du bezahlst mit Kronkorken. Von Flaschen. Was für ein Jahr haben wir denn bitte? 1612? Ein Haufen Loser hat die Welt vor 200 Jahren in die Luft gejagt. Und wir müssen säckeweise Kronkorken herumschleppen. Soll das ein verdammter Witz sein? Also habe ich in Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Laden im Commonwealth die Kronkorken abgeschafft. Und so haben wir jetzt die einzige Form von Währung, die du je brauchen wirst. Die Kreditkarte. Du bist ein verdammter Dieb. Was? Wie hast du mich genannt? Hast du gerade Dieb gesagt? Weißt du, wer ich bin? Hast du irgendeine Vorstellung, wer ich bin oder wen ich kenne? Du bist so tot, verstehst du? Du bist tot. Oh mein Gott, du hättest dein Gesicht sehen sollen. Ich verarsche dich doch nur. Total einfach. Du gibst mir jetzt 110 Kronkorken und ich gebe dir diese Kreditkarte. Damit kannst du in jedem Laden im Commonwealth bezahlen. Wert 100 Kronkorken. Die 10 zusätzlichen sind meine Servicegebühr. Also, was sagst du? Willst du eine? Und das ist kein Betrug oder so. Hast du mich das wirklich gerade gefragt? Hältst du mich für einen Betrüger? Meinst du, dass ich es so weit gebracht habe im Leben, in dem ich Leute übers Ohr gehauen habe? Ich bin ein Unternehmer. Das hier ist grundsolide. Du hast wohl den Verstand verloren. Okay, tut mir leid, dass du das so siehst. Aber dein Verlust. Wenn du es dir anders überlegst, weißt du ja, wo du mich findest. Volltrottel. Du willst tanzen? Gut, tanzen wir! Das gehört jetzt uns.
Verabschiede dich von der Welt. Du hast einen Fehler gemacht. Jetzt büßt du dafür. Schuhen möchte ich nicht stecken. Viel Gebrüll, wenig Gehirn, was? Geschafft. Du kannst echt gut mit einer Haarnadel umgehen. War bestimmt eine Enttäuschung, als die Schnapsnasen rausfanden, dass das Ding leer war. Wer da sei? Was das? Was das? Was war das? Hey, sie sind hier! Hast du sie im Visier?
lassen. Hoffentlich hast du dein Testament gemacht. Aber, fang nichts an, was ihr nicht zu Ende bringen könnt. Zeit um, Mensch! Ah!
Hallo, was immer das auch war, es hat funktioniert. Hier, du nicht lebend wegkommen! Schon Angst? Blue, wir haben Gesellschaft. Kämpfen, Feigling! Also. Das sind Mutanten! Und sie sehen wütend aus! Andererseits sehen sie immer wütend aus! Yes!
schon, Lösch. Zeig uns. Verabschiede dich von der Welt. Du hast dich da echt wacker geschlagen, Blue. Oh nein, es sind nur Kakerlaken. Ich dachte schon, wir sind in Gefahr. Sieht nicht freundlich aus. Auf Nimmerwiedersehen.